Wusstest du das schon? Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Jede gefundene falsche Antwort 10 Punkte. Welche Farben hat die Flagge von Griechenland? In welcher Stadt steht die Akropolis? Wer war der König der Götter in der griechischen Mythologie? Welches griechische Gericht besteht aus Joghurt, Gurken und Knoblauch? Welcher griechische Dichter gilt als Vater der Komödie? Welches antike Theater in Griechenland ist für seine Akustik bekannt? Welche antike Stätte in Griechenland war das Heiligtum des Gottes Zeus? Wer war der Philosoph aus dem antiken Griechenland, der den Satz "Ich weiß, dass ich nichts weiß" prägte? Welcher Berg war in der griechischen Mythologie der Sitz der Götter? Welche antike Schlacht siegte Themistokles mit der Flotte Athens gegen die Perser? Welcher antike Mathematiker aus Griechenland formulierte den Satz des Pythagoras? In der griechischen Mythologie war sie die Göttin der Liebe und Schönheit. Welche Halbinsel im Süden Griechenlands ist bekannt für ihre altkulturelle Bedeutung? Welches Gebäck aus Blätterteig mit Nüssen und Sirup ist in Griechenland beliebt? Wer schrieb die Ilias und Odyssee in der antiken griechischen Literatur? Welche antike Stadt in Griechenland war die Geburtsstätte der Demokratie? Welche griechische Insel ist bekannt für ihre archäologischen Ausgrabungen und minoische Kultur? Wer war der berühmte Mathematiker und Geometer aus der Antike, der das euklidische Postulat formulierte? Welches Fest wird am 25. März in Griechenland gefeiert? Welches Gebäude gilt als Symbol für die griechische Antike und Demokratie? Wer war der legendäre König von Mykene in der griechischen Mythologie? Welche olympische Disziplin stammt aus der Antike und hat ihren Ursprung in Griechenland? Welcher Philosoph aus Griechenland war der Lehrer von Alexander dem Großen und gründete die Akademie? Welches Gebäck aus Joghurt und Blätterteig ist in Griechenland beliebt? Welches antike Heiligtum in Delphi war berühmt für das Orakel der Pythia?